Am Samstag, den 17. Juni, wurden die neuen Vereinsräume des Forums Altern feierlich eingeweiht. Ab heute stehen den Senioren und Seniorinnen von Dettingen weitere Räume, unter anderem eine modern eingerichtete Küche und einen zweiteilbaren Saal für Veranstaltungen zur Verfügung. Nach rund 3 Jahren Planung war es am Samstag soweit. Die neuen Räumlichkeiten wurden eröffnet. Es ist ein Quantensprung in der Seniorenarbeit. Das Schöne an diesem neuen Wohnquartier, wo alt und jung zusammenleben können, das Schöne ist, dass wir in diesen Räumen behindertengerecht hier unsere Programme ablaufen lassen können. Das war vorher leider nicht so möglich. Da war das ein älteres Haus und es hat viele Unzulänglichkeiten gegeben. Mit großer Freude übergab Wolfgang Klein des Wohnbaus Birkenmeier den Schlüssel. Besonders die Bewohner und Mitglieder des Vereins freuen sich sichtlich über die große Veränderung. Da haben wir natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, viel mehr Platz. Und wir versprechen uns natürlich schon, dass wir hier die Arbeit auch ausweiten können. Nach tollen Musikeinlagen und Grußworten des Bürgermeisters Rainer Hausmann, des Pfarrers Daniel Drostel und des Kreisseniorenvorratssitzenden Karl Braxel wurden in den neuen Räumlichkeiten die Eröffnung gefeiert. Mir ist es ganz wichtig, dass die Räumlichkeiten endlich schön und auch gut zum Benutzen sind. Das ist jetzt hier alles so wunderbar neu und so altengerecht und auch behindertengerecht. Und ich hoffe, dass wir ganz viele von uns in Dettingen jetzt noch bei uns begrüßen können. Das größte Werk des Menschen ist, anderen Gutes zu tun. Auf diesem Weg will Forum Altern weiterhin gehen und daran arbeiten, dass Dettinger Senioren und Seniorinnen so lange wie möglich über ihre Selbstständigkeit erhalten können und dadurch die Lebensqualität im Alter verbessert wird. Am Samstagvormittag wurde am Festplatz in Bad Mansweiler der Maibaum versteigert und der schönste Maibaum im Landkreis Esslingen gekürt. Bürgermeister Simon Schmid konnte unter Aufsicht von zahlreichen Interessierten den Maibaum fachmännisch versteigern. Im zweiten und zum dritten Verkauf. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Prachtexemplar 2017. Herzlichen Glückwunsch, unser Maibaum gehört Ihnen. Das Mindestgebot von 50 Euro wurde sehr schnell von mehreren Bietern nach oben geboten. Bei 300 Euro konnte der Zuschlag an Werner Lang gegeben werden. Er erzählte uns, für was er den Baum nutzen will. Ja, also ich habe lange überlegt, ich fahre jeden Tag hier vorbei und habe gedacht, Mensch, dieser Baum, den will ich haben. Weil wir haben daheim noch bei meinen Eltern, die haben noch Holz, schönen Holzofen, Kachelofen. Und mein Vater hat halt gerne eine warme Stube und der heizt halt immer wieder Weltmeister. Mit einem wunderbares Buchenholz und ich finde eigentlich fast zu schade zu verheizen. Aber ich denke, wenn es irgendwie geht, der hätte ich gerne steigern. Und der weiß noch nichts davon, wenn ich jetzt nach Hause gehe und sage, du Vater, nächstes der Winterheizperiode kannst du den Maibaum verheizen. Der wird sich freier wie König und dann kann er Spechele machen. Wunderbar. Und das war so das Ziel und es ist auch noch von gutem Zweck. Der 32,5 Meter lange und 4,5 Tonnen schwere Baum ist eine reine Schurwälder Fichte. Klaus Zwerg legte noch 50 Euro drauf und somit konnten sich die Schulen in Bad Mansweiler über eine 350 Euro Spende freuen. Die Feuerwehrabteilung Hohengären bewirtete die Besucher und konnte mit Hilfe eines Kranes die Fichte fachmännisch fällen. Mit 204 Likes wurde die Gemeinde Bad Mansweiler in unserem Wettbewerb Spitzenreiter und konnte den Sieg für sich entscheiden. Wir übergeben heute den Wanderpokal und den Pokal für den Gewinner des Maibaum des Jahres 2017. Dieser geht an die Gemeinde Bad Mansweiler, an die Feuerwehrabteilung Hohengären, die den Baum aufgestellt haben. Ich übergebe an Carsten Unrath den Wanderpokal, den großen. Den darf er nicht behalten, außer er gewinnt nächstes Jahr nochmal. Bitte schön. Und diesen Pokal dürfen Sie behalten. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, bei dem vielleicht mehr als nur 18 Maibäume im Kreis gestellt werden. Am Sonntag fand das erste Esslinger Glockenkonzert statt. Zum Gelingen des Konzertes trugen insgesamt 90 Ehrenamtliche bei.
Die Einsätze der Glocken hatte der Esslinger Musiker Cornelius Hauptmann sekundengenau festgelegt. Er erzählte uns, wie er auf die Idee zu einem Glockenkonzert gekommen ist. Also ich bin Esslinger, bin hier aufgewachsen, in die Schule gegangen, ich kenne die Glocken. Ich habe auch als Musiker und als Sänger in den Kirchen gesungen. Und da ich wieder zurückgezogen bin nach Esslingen, nachdem ich 30 Jahre weg war und bei den Turmwächtern mitarbeitet, habe ich auf meinem Balkon die Glocken gehört und dachte, irgendwie ist das vielleicht eine bessere Idee, als wenn man so eine Spendengala macht, so eine elitäre im Forum, wo dann nur so die ganz Oberwichtigen kommen, sondern für die Bevölkerung wollte man was machen. Und dann habe ich dann gesagt, probieren wir doch das einfach mal aus. Und dann muss man dann, die Idee fanden erstmal alle gut. Aber dann muss man mit den Kirchengemeinden reden, mit dem Dekan muss man reden und mit der katholischen Kirche. Und jetzt läuft es sozusagen unter dem offiziellen Namen Festgeläut zum Reformationsjubiläum, womit ich dann auch Herrn Schiller, den schwäbischen Schiller, zitieren kann, der sagt, also die wichtigste Aufgabe der Glocke, des Glockengeläuts sei Friede. Bei dem außergewöhnlichen Event läuteten zwischen 17 und 18 Uhr 65 Glocken von 13 Türmen auf einem Dutzend Gebäuden in der ganzen Esslinger Innenstadt. Eine zentrale Rolle spielte die Stadtkirche St. Dionys. Der Esslinger Glockenspieler Eckhard Hirschmann spielte auf den 29 Glocken im Turm des alten Rathauses. Daneben sind unter anderem Frauen- und Franziskanerkirche, Münster St. Paul sowie Mörike-Gymnasium und Wolfstor beteiligt. Außerdem katholischen Münster und der griechisch-orthodoxen Kirche sind alle beteiligten Gotteshäuser evangelisch. Deshalb trägt das Glockenkonzert den Titel Friedensläuten zum Reformationsjubiläum. Der Burgverein und die Initiative Turmwächter, die mit den Kirchengemeinden das Großevent veranstalten, hätten das Augenmerk lieber stärker auf den seit Jahren leerstehenden dicken Turm der Burg gelenkt. Hier soll ein Kulturtreff entstehen. Die Sanierungskosten sind auf 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Deshalb erhofften sich die Verantwortlichen neben Eintrittsgeldern vom Konzert Spenden. Die Glocken erklangen nicht nur einzeln, sondern auch zusammen in einem furiosen Finale. Viele hörten sich das Konzert von der Burg aus an. Ob es ein zweites oder drittes Glockenkonzert gibt, ließ Hauptmann offen.